Oh, oh, oh. Der gibt mir da richtig. Ah, das, dieses Knackgeräusch ist schon mal sehr. Schlitz! Ich weiß, ich bin ein kleiner Psycho. Servus, moin moin und hallo bei der dritten Folge Let's Play Empire of Sin. Letztens haben wir uns diese fantastische Brauerei gesichert und wir haben den Boy von den Peaks irgendwas oder Metal Meat Peakers, genau, Meat Peakers haben es geheißen, komplett zerstört und wir bauen unser Imperium langsam aber stetig auf. Und heute geht's direkt weiter, würde ich sagen. Wir sind dabei, uns jetzt 5 Geschäfte in diesem Distrikt zu sichern, um unsere Macht weiter auszubauen. Schmeckt. Dann würde ich sagen, schauen wir gleich mal weiter. Wir haben hier schon ein bisschen den Ausbau gestartet. Für besseren Alkohol. Produktion haben wir noch nicht vergrößert, soviel ich weiß. Aber wir haben gesagt, auch mehr Wachen, dass es halt sicherer wird. Sehr schön. Schauen wir mal, was es jetzt zu tun gibt. Müssen wir 5 Geschäfte halten. Geld haben wir noch ein bisschen. Ja, 3700 ist gar nicht mehr so viel. Gehen wir mal. Oh, jetzt haben wir irgendwas. Wöchentliche Nettoeinnahmen. Wir haben Minus gemacht. Holy moly. Da müsste sich bald was ändern. Speak Easy Endstation. Rangers Code Sicherheit 50, Verdacht 40, Wert. Verdacht 40. Das ist viel. Wert 2000, Einnahmen 240. Unterschlupf der Rangers Colts. Da produzieren wir bloß ein bisschen Plöre. Sicherheit ist halt sehr gering. Ab Wert ist es noch gar nichts, okay. Shipping Storeroom. Da haben wir auch nochmal Plöre am Start. Das ist auch Brauerei. Dann haben wir hier nochmal eine Brauerei. Die ist schon mehr wert jetzt. Also, das ist halt ein leerstehendes Gebäude. Das war sehr groß. Da hätte man eine Brauerei reinmachen sollen eher. Ja, moin. Da sind Späher. Da habe ich gar keinen Bock drauf. Ich würde sagen, wir holen es aber trotzdem noch, damit wir in dieser Straße schon so mal alles haben. Das klingt doch bezaubernd. Aber was ist diese da? Ach, das ist quasi ein Gangsterboy. Den brauchen wir zuerst mal nicht. Wobei, ich bin mit dem einen gar nicht mal so zufrieden. Sollten wir uns vielleicht überlegen. Aber wir wollen jetzt erstmal den kompletten Einfluss an dieser Straße, würde ich sagen. Der gehört zu uns dann, oder der Typ? Ja, sehr gut. Ich würde sagen, wir sichern uns erstmal mehr Einfluss hier. Ding, let's go, gleich in die nächste Runde rennen. Oh la la. Wieso eskaliert es komplett? Ah ja, der erste ist einfach instant down. Okay, sie ist einfach ein bisschen eskaliert, die Maria Rodriguez. Oh, nice. Eins Gegner, der Schotti, der macht mir wieder ein bisschen Angst. Da sollte ich vielleicht ran. Was habe ich denn jetzt hier? Dr. Cutters Magenbitter verbessert kurzfristig für 2 Runden ihre Gesundheit um 50 und ihre Bewegung um 3. Ah, okay. Wir gehen trotzdem erstmal in Deckung ganz auf ganz entspannt, würde ich sagen. Da haben wir schon Sichtfeld. Den da bitte. 50% Trefferwahrscheinlichkeit und so. Let's go. Daneben. Kein Thema. So, was mache ich mit ihm? So, mit ihm weiß ich noch nicht so recht, wie ich es spielen soll. Sollen wir in anderen Deckung gehen? Eigentlich war es jetzt blöd, wenn ich mich da hinten so weit wegbewege. Ich glaube, ich gehe echt hier auch noch in Deckung. Und jetzt für... Ja, und dann löten wir erst mit denen da weg, der wohl wirklich frontal... Der Schuss ist natürlich auch nice. Da hätten wir erhöhte Trefferwahrscheinlichkeit. Jawollo, schmeckt. Sehr gut. So, mit ihr, würde ich sagen, beenden wir das mit dem Kind sein Leben gleich mal. Aber hallo, mit dem Hammer. Ja, was, der trifft von da? Die habe ich jetzt aus der Deckung weggeschallert. Gut, dann muss der jetzt wohl. Tja, dieser Basie ist halt einfach immer One-Shot. Der ist halt insane. Sind wir mal ehrlich. Mit ihm gehen wir näher. Alter, dieser Baseball, der ist legendär.
Da treffe ich nicht. Ärgerlich. Mit ihr kommen wir einfach. Ganz ehrlich. Gut, sie hat nicht mehr so viel Leben eigentlich, gell? Mit ihr müsste ich vielleicht ein bisschen aufpassen. Aber sie hat ja. Die Waffe für ihr ist dafür sehr stark. Sie hat nicht viel HP. Hier ist so der klassische Carry gefühlt. Naja, also die ist halt auch ihre, die Lady. Die Maria Rodriguez. Maria Rodriguez. Verbandszeug. Gerne doch. Gauner 500. Let's go. Das wollen wir auch haben, das ist auch in unserer Straße. So, Casino, Bordell oder Speak Easy? Ja, wir haben ja eh so viel Alkohol jetzt in der Produktion, dann würde ich sagen, brauchen wir jetzt einmal was, um was vertreiben. Bottoms Up finde ich einen coolen Namen, muss ich sagen. Lass mal so. Laden gekauft. Oh, der irische Flair. Wohlstand ändert sich in Chinatown. Der Wohlstand in Chinatown hat sich von mittelmäßig zu beliebt geändert. Außerdem hat sich der Geschmack der Bewohner geändert. Früher möchten sie Hochklassiges, jetzt bevorzugen sie Premium-Alkohol. Oh boy. Vielleicht sollten sie den Service im nächsten Monat ändern, wenn sie weiterhin Spitzeneinnahmen erzielen wollen. Ich soll jetzt Premium-Alkohol heranschaffen, okay. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt schon stemmen kann. Aber ich darf sagen, unsere irischen Freunde sind hier definitiv willkommen bei dem grünen Licht und Ambiente. Wir haben noch 1300 übrig. Können wir da ein bisschen aufstocken? Ja, erstmal die Atmosphäre hochschrauben, oder? Das können wir uns nicht mehr leisten. Okay, never mind. Das schaut lässig aus, finde ich. So, ich find, man muss nicht immer so viel auftragen. So ein Schlagzeug, ein Klavier. Easy. Unser wir waren immer nur miese aktuell. Da muss sich ändern. Das muss sich ändern. So. Okay, es ändert sich schon ein bisschen. Speak Easy nimmt ein. Aber ich mache sonst. Ach so, weil ich da tatsächlich nichts zum Vertreiben habe. Ich glaube, ich produziere viel zu viel Alkohol, den ich verkaufen würde. Aber gut. Ja, gut. Gut, gut, gut. Wir haben jetzt nicht so viel Geld. Wie kommen wir an Geld, Freunde? Wohlstand ändert sich nochmals in Chinatown. Von belebt zu mittelmäßig geändert. Ah, okay, es ist wieder gesunken. Schaut Premium, wenn es wieder hochklassig ist. Okay, gut, hat sich sehr schnell geändert. Was ist das eigentlich? Das ist ein leerstehendes Gebäude, glaube ich, oder? Ja gut, ich habe jetzt kein Geld, dass ich mir jetzt ein leerstehendes Gebäude snack. Sollen wir jetzt einfach ins nächste Gebäude rein? Zoomen wir mal kurz raus und mach. Neue Fraktion getroffen. Oha. Oha. Neue Fraktion. Oha. Ellie's Cat. Diese lächerliche Zigarette, was die da hat. Schaut euch das mal an. Lächerlich. Was ist das? Das ist so etwas, raucht ein wahrer Mafiosi. Ich brauche nur die Brusttasche zum Reinstecken, aber gut. Also, es sieht aus, als würde sie sich in Chicago breit machen. Drohen, ja, und ich will sie aus meiner gottverdammten Nachbarschaft haben. Um Gespräch reden wir. Reden wir erst, wenn wir schauen, was zu sagen hat. Ah. Wenn sie mir 2000 geben will, auf gar keinen Fall, ich habe gerade kein Interesse an Geschäften, oder sie legt mich stattdessen am Arsch, das kann ich mir im Moment nicht leisten. Sagen wir mal ganz ehrlich. Weil jetzt haben wir Schwäche gezeigt, geil, es ist dumm, als Mafioso Schwäche zu zeigen. Gegenüber so einer Lady vor allem. Okay, das ändert sich gerade sprunghaft hier. Ja gut, wir müssen einfach mehr Speak Easys aufmachen, wir haben jetzt eine Alkoholproduktion vom anderen Stern. In diesem Sinne würde ich sagen, boys, wir gehen jetzt hier rüber, holen uns dieses Gebäude, machen dann nächstes Speak Easy auf. Ah ja, Alter, mein Humberbräu hat sich verbessert. Nice! Nice! Okay, das ist ja der gleiche Gebäudetyp. Sie, okay, es ist das gleiche Opening wie vorher gefühlt. Ja, ich würde sagen, dann sollte der gleich für sein Leben verabschieden. Guten Nacht. So. Jetzt haben wir noch den da. Der hat auch wieder Schotti und der hat wahrscheinlich wieder einen Hammer, so wie man ihn kennt. Wenn ich jetzt mit dem. Ja gut, der hat seine kurze Range.
Dann würde ich sagen, geht der erstmal in Deckung. Das war da herüben. Habe ich da eine Erfolgschance überhaupt zu treffen? 40%, die nehmen wir mit. Schmeckt. Sehr gut. Ach, das war's. War überhaupt der Shotty? Mit ihr gehe ich dann an Deckung. Wenn die jetzt nicht herüberkommt, jetzt einer Shotgun, dann nehmen wir hier die Fässer. Oh, er hat auch einen Shot. Erste Hilfe. Ah, okay, okay, er heilt sich. Soll er. Ach, da ist nur einer. Es sind doch nur drei. Lala. Aber der muss er das erste zeigen, seiner Shot. Mein Skill ist halt so OP. Ich sollte den gleich wieder hernehmen, aber eigentlich ist er ein bisschen langweilig gefühlt. Aber da kommt, da ist die erste Gefahr eliminiert. Den schallern wir direkt Reno weg. Ach so, jetzt habe ich den Skill ja nicht fertig. Ich bin so dumm. Das war saublöd vom Movement. Wo gehe ich denn da am besten in Deckung? Da hinten, oder? Oder so, dass die nicht zu. Es war jetzt nicht sehr schlau, was ich gemacht habe. Aber gut. Kriegen wir hin, kriegen wir hin. Ich hab Bock. So. Er steht jetzt hier in der Ecke sehr gut eigentlich. Single Shot auf den. Ja. Schmeckt. Ja gut, mit ihrer konnte ich ja den komplett wegschallern normalerweise. Die ist der Carry von uns, ich sehe schon. Die anderen sind eher die Tanks, aber sie carried uns halt hier hardcore. Oh, 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 der gibt mir da richtig. Ah, das, dieses Knackgeräusch ist schon mal sehr. Aber gut, ich würde sagen, it's home run time, baby. Back! Habe ich da Stacheldraht dran, gell? Deswegen spritzt immer so viel Blut weg. Treffe ich den da drüben? Er hat einen. Da, er hat schon Leben. Hinrichtung. Ja, komm, dann machen wir es gerne mit der Hinrichtung, weil. Das passt schon. Wieder mal Schlitz. Schlitz! Schlitz! Ich weiß, ich bin ein kleiner Psycho, wie er mir so zuhört. Die hat dieses Wachding doch. Doch, die hat das Wachding. Nachladen kostet ja auch bloß einen Aktionspunkt. Und dann machen wir jetzt hier die Wache, falls sich der da jemals hertraut. Und da ist er. Let's go. Oh, oh no, der schenkt mir jetzt richtig nicht ein. Ja gut, ich würde sagen, der verabschiedet sich jetzt auch. Schmeckt. Jetzt unser Freund noch. Soll der in Deckung gehen oder direkt drauf? Direkt, naja, machen wir das aus der Deckung raus. Da weicht er aus, geschickt wie ein geschicktes Wesen. Ja, an die Wand. Dieses Team, was ich mir da zusammengebaut habe, ist jetzt schon oberstes Premium. Geld 400 plus. Ah, ich hätte ein bisschen mehr erhofft. Ich würde es gerne übernehmen. Ein Speak Easy kostet halt auch 2000. Ja, scheiße. Boys. Ja, müssen wir es plündern. Scheiße. Ich hab gemeint, das könnte sich ausgehen. Vielleicht habe ich schon ein bisschen zu viel investiert am Anfang. Ja, heute nehmen, aber besser wie nix. Oh, der Northside Mob. Das ist ein Irre, ich habe vorhin noch von irischen Freunden geredet, aber der ist mal ein bisschen zu piggy, der Boy. Was zur Hölle haben sie in meinem Viertel zu suchen? Drohen, dieses Viertel gehört ihnen nicht, sie müssen verschwinden. Kampf beginnen, ich will ihre Bande umlegen. Um Gespräch bitten. Soll ich mit dem Piggy Boy reden? Nee, oder? Das. Soll ich verschwinden? Ach, die läuft echt mit seinen Piggys rum, oder was?
Alter, verschwindet. Let's go. Sollen wir es angreifen? Ja, komm. Ich habe schon gesagt, ich habe es ihm gesagt, er soll verschwinden. Ich hatte es ihm aber auch gesagt. Warte, mit der Kerl schützt mir, oder? Der coole Typ da, ja. Ja, ich bin mir sicher. Guten Nacht. Ich hab gesagt, sie sollen verschwinden. Sie sind immer noch weiter rumgelungert, haben diesen armen Typ da an der Hausmauer bedroht. Also du, da muss man einmal konsequent durchgreifen. Gut, die haben jetzt... Oh, die haben gar nicht mehr so schlechte Waffen. Ja, moin. Entdeckung. Hä, wie viele Moves habe ich gerade? Ach, ist es so, dass ich da... Ja, dann... Soll er gleich noch einen mitnehmen. Wir haben sogar alle eine bessere Initiative entscheidet. Achso, der ist nicht von mir gesteuert. Ja gut, du läufst jetzt weg oder willst du mitkämpfen? Ich dachte, du gehörst zu uns. Wir helfen dir, aber gut. Okay. Der stellt sich einfach aus Tank ran da, wo ja kein Tank ist. Und dann gibt es erstmal Lötung. Schmeckt. Also die Frage ist, soll man den einen gleich ausschalten, nicht dass er sich noch heilt und sonst was, oder der andere, weil der, aber eigentlich, dann ist er schon mal einer wegkommen. Plus eins Verruf, ja, ich war schon, der hat der Piggyboy. Ach, der gehört auch zu mir, lol. Ja gut, ich habe jetzt alle Wachen aus der Umgebung, oder wie? Die kommen halt alle, oh, Domino, warte mal, die kann, aber schon zu mir, oder? Ja doch, die sind alle grün. Die Steu kann ich wieder, Ellie Cat, wer ist jetzt das hier wieder? Die kennt doch auch zu mir. Also die sind doch mir freundlich gesonnene Menschen, aber die, gut, die sind ein bisschen verwirrt, kleine Weirdos, aber egal, ist auch. Oh lol, weicht aus, okay. Gibt's gleich nochmal drauf. Hallo? Achso, der andere macht wieder was, genau. Sie sowieso. Fast down. Den kann ich schon. Also ich weiß nicht immer, wann ich wen steuern kann. Gut, also dieser Raiden's Cold-Wache, sprich, der gehört mir. Die sind einfach nur Verbündete von mir, oder? Und deswegen machen die halt quasi ihr eigenes Ding und sind halt komplett geistig verwirrt. Also ist nicht böse gemeint und so, aber so wie die rumlaufen. So laufe ich ungefähr in Iron Harvest oder in einem neuen Spiel rum, wie zum Beispiel Age of Empires. So, no skill und no movement und... Ja, ich bin ein bisschen enttäuscht von meinem Charakter gerade, der kommt echt nur drauf. Haut der ab einfach, oder? Die haben alle einfach Angst. Weil es richtig weicheiert. Ihre Wertung von Northside Mob ist gesunken, ja, ist mir schon klar. Oh, Sjörgen Inertia. Nehmen wir mit. Heute nehmen. Oh, Straßenbahn. Hallo. Der Wohlstand ändert sich mal wieder. Was für eine Überraschung in Chinatown. Keinertown. In einer Minute ist er wieder anders, der Wohlstand. Wir kennen's. Ja gut, die haben jetzt ordentlich niedergesäbelt. Hoffen wir, dass kein Kopf jetzt kommt. Schnell weg hier. Hey, hupst du mich nur mal an. Du bist down. Bottom-ups. Ah, das ist unser Speak Easy. Ja, schaut nice aus eigentlich. So ein Ding verkleidet aus Metzger, Schlachtbetrieb. Sympathisch. Sympathisch. So, ihr schaut doch jetzt schon mal sehr saftig aus, wenn hier diese Straße mehr uns gehört. Das sind wieder Kundschafter. Ach, die Ellie Cats sind einfach bloß Kundschafter, die haben einfach nur abgehauen von der anderen Bande, jetzt verstehe ich's. Warte, die wollte doch mit uns reden, oder? Oh ja, das machen wir jetzt auf jeden Fall noch. Reisen nach, genau. Mit Ellie's Cat reden wir jetzt noch. Und dann sind wir eh schon wieder sehr weit. Es wirkt etwas duster hier, weil ich es nicht entdeckt habe, vermute ich jetzt mal. Da kämen unsere Cowboys schon. Card Sharks. Oh, sie. Sie da. Was zur Hölle haben sie in meinem Viertel zu suchen? Drohen. Dieses Viertel gehört ihnen nicht, sie müssen verschwinden. Kampf beginnen. Ja, auch erst mal Gespräch bitten wahrscheinlich, oder? Salty's Gang. Oh.
Ich bin da irgendwie bei jedem Feuer-Konfrontationskurs, das wollen wir gar nicht. Wir wollen ja erstmal hier die. Aber wir müssen sehr viele Gespräche führen. Müssen wir in den Diplomatie-Modus anscheinend gehen. Was bin ich jetzt eigentlich gerade hingesprungen? Hä? Okay, da muss ich müssen die 500 Jahre reisen gefühlt. Das ist einfach ganz woanders. Also der kommt nicht. Der juckt mich jetzt gerade überhaupt nicht, der Salty anscheinend. Kommen Sie hier und setzen Sie sich, Frank. Wir haben viel zu besprechen. Sie haben sich hier in letzter Zeit ganz schön breit gemacht. Sie expandieren, hängen in meinem Revier herum. Die Alley-Cats reagieren normalerweise nicht sehr freundlich auf so etwas. Wissen Sie? Meine Laseraugen, meine leichenblassen Laseraugen. Schauen Sie sich an, schaut sich an, wie geil wir sind. Es ist mir egal, was irgendwelche Streuner von meinen Plänen halten, Püppchen. Ich setze sie einfach in die Tat um. Langweilt sie mich nicht, das bekommt ihn nicht. Raus mit der Sprache. Ich bin das erste Besser mit Püppchen. Tja, sie haben offenbar noch nie die Krallen einer Wildkatze zu spielen bekommen. Eine Wildkatze haben wir also. Sie sind zu beschäftigt, damit sich gegenseitig umzubringen, wie ich höre. Ich schätze, diesen Raum ist groß genug, um eine Katze am Schwanz herumzuschleudern. LOL! Shots feiert! Wir nehmen uns erste. Es gibt eine Menge Gerüchte. Sie wissen, wie Leute reden. Es ist etwas Wahres dran. Ja, aber drüber sollten Sie keine Sorgen machen. Das ist jetzt vorbei. Und unter mir sind die Alley-Cats stärker denn je. Okay. Wenn Dave sie nur jetzt sehen könnte. Hey, wer ist denn Dave? Warum bin ich hier, Riley? Wer ist Dave? Ficken Sie sich ins Knie, holy moly. Ach, Ihr Mann. Ja gut, das war... Entschuldigen Sie, das war nicht so gemeint. Nun, es hat Sie zweifellos auf die Palme gebracht, nicht wahr? Entschuldigen Sie, wollten Sie nur auf die Probe stellen? Apologies. Sparen Sie das, Junge. Ich bin das gerade. Kommen wir zur Sache. Ich will, dass Sie mir helfen, die Kosten meiner Speakeasy zu senken. Ah, ein gutes Stück. Wie klingt das, dass ich hier ihre Kosten senken soll für die Speakeasies? Sie haben mich wieder besseres Wissens überzeugt. Wollen Sie mich beleidigen? Niemals. Ja doch. You convinced me. Guter Mann. Zumindest nicht ganz. Und jetzt passen Sie auf, sich auf. Es wäre eine Schande, wenn Sie unseren Deal ruinieren, nur weil Sie rumlaufen und sich umlegen lassen. Ich und umgelegt werden, also bitte, gleichfalls. Es war mir eine Ehre, mit Ihnen Geschäfte zu machen. Sie sind eine befristete geschäftliche Abmachung mit Mabel Riley eingegangen und erhalten folgenden Boni für einen Monat. Oh, Kosten für Casino-Sicherheitsverbesserung -2, Wahrscheinlichkeit für Razzien, Casino -5. Ja gut, aktuell haben wir noch nicht so viele Casinos, aber hey, schade nicht. Ullala. Warte mal, Alley Cats ist die hier, das Blaue. Ich bin gerade mitten im grünen Viertel, wenn man sich das so anschaut. Uhulala, da wird's Angst. Das sind wieder unbekannte Geschäfte. Also ich bin da mitten im grünen Viertel von den Card Sharks. Aber sonst gibt es in dieser Stadt eigentlich erstmal eh keine. Also gut, das unten wird dann eben die Ellie sein. Mit der habe ich mich jetzt schon mal eigentlich gut gestellt. Wir brauchen mehr Cash, Freunde. Wie kommen wir zu Cash? Wir müssen eher sowas machen, oder? Da ist noch ein Gespräch. Ach, mit der muss ich auch noch ein Gespräch führen, stimmt, mit der Card Sharks. Aber das ist etwas für die nächste Folge. In diesem Sinne würde ich sagen, das war's mit der heutigen Folge. Schreibt es mir gerne in die Kommentare, wie ich zu mehr Geld komme. Also klar, Speakeasy ist aufbauen, aber ich habe aktuell kein Geld, um einen Club zu gründen. Also lasst mich gerne wissen, wenn ihr Tipps für mich habt. Ich bin absolut genug, wie ihr seht, auch für Kämpfe oder so. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin, wiederschauen und reingehauen.